ganzes Dorf jubelt und feiert seine Spitzensportlerin. Denn Lisa Hauser ist es erneut gelungen, eine Weltmeisterschaftsmedaille nach Hause zu bringen. Die örtlichen Vereine, die Gemeindevertreter, viele Fans und auch die Spitzenpolitik des Landes, vertreten durch Landeshauptmann, Stellvertreter und Sportreferent Georg Dornauer, sind Ende März zusammengekommen, um ihrer Lisa einen würdigen Empfang zu bereiten. Ist frei, bin arisch. Im Kulturhaus konnte Lisa Hauser dann gemeinsam mit ihrem Kollegen in der Single-Mixed-Staffel David Komatz die vergangene Saison Revue passieren lassen. Bürgermeister Stefan Jöchel ist mit Recht so richtig stolz auf seine Gemeindebürgerin Lisa Hauser. Ich bin unheimlich stolz auf die Lisa Hauser. Sie hat das dem Winter wieder gezeigt, was sie kann. Sie hat eine Medaille mit heimgebracht und trotz dessen, den Druck, den sie hat als Leistungssportlerin, ist sie immer noch die gleiche nette Lisa, wie es immer gewesen ist und ist eine super Botschafterin für unsere Gemeinde. Lisa Hauser freut sich sehr und ist vielleicht auch ein wenig gerührt von dem herzlichen Empfang, der ihr bereitet wurde. Die Saison so zu beenden, dann in Reihe zu empfangen werden, das ist, glaube ich, schon richtig schön, wenn man sieht, wie viele Leute, dass sie während dem Winter schon mitfreien und wie viele Leute, dass sie jetzt auch noch mitfreien. Und geht dann schon eigentlich das Herz auf, wenn man da heimkommt und man einfach so viele fröhliche Gesichter sieht, so viele Emotionen dann auch wieder hochkommen, was während der Saison auch schon waren. Und das ist dann ja schon einfach unglaublich schön und ich habe es sehr genossen. Hoch, an, es sind nicht nur die sportlichen Höchstleistungen, sondern vor allem auch die Persönlichkeit von Lisa Hauser, die sie zu einem einzigartigen Vorbild für ganz Reit macht. Also ein größeres Vorbild als für die Lisa könnte man sich eigentlich als Gemeinde gar nicht wünschen. Sie ist trotz ihrer immensen Erfolge nach wie vor so bodenständig, so ein Familienmensch und bringt solche Leistungen. Und das ist für uns eigentlich als Gemeinde das Schönste, was man sich wünschen kann. Und allein, wenn man sich heute im Raum umgeschaut hat, es sind so viele Menschen da gewesen und so viele Kinder, also schöner hätte es für uns halt nicht sein können. Den zahlreichen Gratulationen von verschiedensten Institutionen möchte sich auch der Sportreferent des Landes Tirol, Landeshauptmann Stellvertreter Georg Dornauer, anschließen. Ja, wohl der schönste Termin in dieser Woche ist, aber ich habe mich sehr gefreut, dass ich heute dieser Einladung Folge leisten darf und offiziell im Namen des Landes Tirol unserer Lisa Hauser zu dieser tollen Saison gratulieren zu dürfen, unseren Respekt zum Ausdruck zu bringen und uns gemeinsam heute mit ihr freuen und weiterhin auch alles Gute wünschen. Für Lisa selbst sind es aber weniger die Geschenke, sondern eher andere Dinge, auf die sie sich immer wieder ganz besonders freut, wenn sie nach Hause kommt. Am meisten freue ich mich schon auf meine Leute, einfach auf die gewohnte Umgebung und auch irgendwo aufs Essen. Wir haben so viel Hotelessen, da muss man sich ja ein bisschen dran gewöhnen und dann kocht man sich eigentlich dann daheim wieder das, was man am liebsten hat. Ja.